Viele Städte werden besungen, ruf und runner, kreuz und quer. Doch außer Nibelungenlied gibt's sonst bei Worms fast gar nichts mehr. Will man Worms in Räume fassen, gibt's ein großes Hindernis für viele Dichter, weil auf Worms grad gar kein Raum zu finden ist. Einfach drum herumzuschreiben, das wird hier jetzt mal probiert. Spätestens am Schluss wird dann sich weisen, ob das funktioniert. Einstmals, anno 1800, so plus minus ungefähr, dort an Ungars Donauufer, träumend von der eigenen Meer, hockt der Kaplan der Nibelung. Hockt da seit Jahrhundert schon, ging nicht mit in Etzels Schlachthaus, kam als einziger davon, war hier am Ort zurückgeblieben. Als die Ritter unterdessen sich gemurkst, hat der Kaplan die Zeit geduldig abgesessen. Ist nicht echt und auch nicht unecht, ist aus Fantasie geboren, im Heldenlied der Nibelunge, eingemischt in Minies Born. Der Hagen wollten damals Kieler wohl der Säufe den Kaplan, doch stoppt aus gutem Grund der Dichter hier genau den Grobian. Der Kaplan lebt halt nicht physisch, kann deshalb normal nicht sterben, und seinem Dichter längst entronnen, glaubt er auch nicht ans Verderben seiner Leid. Es waren schließlich seiner Zeit die beste Ritter. Und so war er seit Jahrhundert unerglaubt, die kommen wieder. Plötzlich taucht was aus der Welle auf. Eine Seefrau, wunderschön, die hat den Kaplan seit Jahren hier am Ufer sitzen sehen. Was hockst du da und simulierst? Hast du doch nichts Besseres vor? Ich wart halt noch auf der Hagen mit seinem großen Ritterchor. Die sind längst schon abgeschlacht. Die Schlacht hat ich ja prophezeit. Der Hagen hat sie klar wohle. Du tust mir so richtig leid. Danach vergräbt dann der Kaplan sein Gesicht in beide Hände. All sei Bete, all sei Hoffe, haben vor allem wohl ein Ende. Die Seefahrer machten wieder wach, so gut wie eben das jetzt geht. Dei Leid haben selber sich erschlage, aber euer Worms besteht. Und da gibt's auch noch Geschalde, die sind dir bestimmt gewogen. Sind die alte Nibelunge, die der einst nicht mitgezogen. Und die können auch nicht sterben, sind halt so wie du bloß Geister, vegetieren völlig sinnlos, suchen lang schon noch einen Meister. Du hast doch die größte Erfahrung, du wärst deshalb dafür richtig. Jetzt mach dich schon auf die Socke, hin nach Worms, das ist ganz wichtig. Der Kaplan befolgt gehorsam gleich den Rat, wie ihm Befehl. Ganz ohne all die viele Helde geht's jetzt auch mal richtig schnell. Und die Weschnitz führten endlich rechtsreinig dann an den Fluss und er guckt südwestlich nieder. Doch was er da sehen muss, das kann halt niemals Worms nicht sein. Und doch, vielleicht, der Dom steht dort. Wenn er's auch nicht recht glauben will, er ist bestimmt am rechten Ort. Der Kaplan spaziert stromaufwärts weit noch über den Rosengarten und da liegt der Fischerboot, grad so, als steht's dort auf dem Wader. Weil der Fischer ihn nicht sieht und auch nicht hört, drum tut er sein Gesicht in Seel und Kuppe neu vom Fischer. Und so kann er lenken, dem sei Denke und sei Wolle. Und so will der plötzlich heben, über in die Fischer weht. Und der Kaplan macht sich's bequem, setzt sich vorne auf den Bug. Die Riemen treiben durch die Flut, dann den Kaplan in Richtung Worms.
dem ist zum Gräune jetzt zumut. An Land ist dann sein erster Gang der gerade Weg zum Domenuf. Ach, der ist nicht mehr, was er war, verändert viel, des fällt ihm auf. Hallo, so ruft er, ist da wer? Kommt raus, ich muss euch überbringen, Botschaft über euer Helden und von allerschlimmsten Dingen. Jetzt erscheinen aus der Winkel all die Geister früherer Zeit, sind die letzten Nibelungen tot und doch vom Tod befreit. Eine Gestalt tritt aus dem Kreis. Ich bin die Königsmutter Unde. Bist es wirklich der Kaplan? Bei Botschaft lässt sich leicht vermuten. All meine Kinder sind verdorben. Hass und Dummheit war ihr los. Allein der Hagen war nicht schuldig. Der war der Verführer bloß. Der Kaplan bestätigt alles. Riesewarm kommt vor dem Fall. Gute Mensch, so war's schon immer. Man erlebt's ja überall. Doch was soll aus uns jetzt werden, wo man überhaupt nichts gelte? Soll man selbst uns liquidieren, wie die dumme Ritterhelden? Schlechtes Beispiel. Der Kaplan spürt die Verzweiflung seiner Leid. Beschenkt die Welt aus Helden bloß. Die Menschen werden Vergangenheit. Vielleicht müsste man die Nibelungen wohl ganz anders präsentieren. Friedlich halt und hilfsbereit. Dabei kennt man bloß Verlieren. Ude wittert. Unser Meer zeigt Mord und Totschlag, Neid und Gier. Doch die ganz real Gelebte waren viel schneller noch als wir. Uns Nibelungen ist geblieben. Gänsehaut geleit zu machen. Je nachdem, wie es inszeniert, darf man auch über uns nur lachen. Wir sind halt bloß Material, kaputte Schreiber und Interesse. Wir als Geister sind schon längst von Himmel, Hell und Erd vergessen. Der Kaplan versinkt ins Denke. Dann erhellt sich sein Gesicht. Vergessen, nee. Es ist Bestimmung und für unsere heilige Pflicht. Ich hab grad manipuliert den Widerwand, sei Will und Wolle. Das ist, was wir alle kennen. Das ist, was wir tun sollen. Ude ist sofort hellwach. Wir wissen, was zum Unglück führt. Wir kennen Toleranz verbreiten allerseits, die jeder spürt. Der Kaplan meint, Toleranz? War von wär's, doch leider bloß scheint es zu wenig, was gelinge ringsherum. Die Welt ist groß. Ude ist jetzt aufgebrochen. Man muss halt erst einmal beginnen, wann sein muss auch mal ganz allein möglich, ein gutes Ende zu finden. Der Kaplan hat wohl begriffen, zaudern wär schon ganz verkehrt. Erste Sache mal anzugehen hat schon immer sich bewährt. Dummheit ist doch gegenwärtig, Rix ist los, ganz uferfroren. Schiebt man Zweifel hin und her, hat man gleich die Chance verloren. Der Kaplan beginnt zu planen. Wir besitzen erstes Denken aller, die es sagen haben. So lässt sich am besten lenken, wer auf Zwieter ausgerichtet ist. Oder bloß noch Vorurteile als ein Handler eingerichtet, um im Stumpfsinn zu verweilen. Einstmals anno 1800, so plus minus ungefähr, beginnt ein neuer Zeitabschnitt im alten Worms und ringsumher. Zunächst mal waren die Wormser Bürger abgestempelt als Franzose. Auszudenken so ein Quatsch war dem Napoleon überlassen. Möglichst viel noch zu entmachten, wäre das Hochstift abgeschafft. Napoleonische Veränderung gibt's derzeit noch massenhaft.
Der Kaplan mit seinen Geistern haben heimlich unterdessen sich versenkt in hohe Leid, und die sind drum ab jetzt besessen vom Nibelungengeist, beauftragt, Liebe zu entfachen und den eigenen schlechten Ruf jetzt endlich wieder gut zu machen. Und der Einfluss zieht sein Kreise, weil der Meister das gefällt, und so werden die Wormser weit die liebste Menschen von der Welt. Einer, der besessen ist, Cornelius Heil, der passt famos in das Konzept, drum muss er steigern, Garde, Weigut, Hof und Schloss. Das ist von der Anfang gut so, doch der Heil, das wird sich zeichnen, tut viel mehr noch, was er statt, es ist mit nichts mehr zu vergleichen. Selten gibt's mal so ein Genner, meistens grad das Gegenteil. Heiland war der Welt geboren, bei die Wormser war's der Heil. Die Politik wird sich verändern, unbestechlich ist die Zeit. Napoleon geht auf Urlaubreise und St. Helena ist weit. Ob ein Geist der Nibelunge da beteiligt irgendwie war, das ist heut für den Autor halt leider nicht mehr nachvollziehbar. Wormser Kämmerer, der von Dahlberg, war in Mollem am Theater Jahre vorher Intendant. Dort wird er bald schon als rabiater Revoluzzer abgedauert. Jedoch bloß von der Obrigkeit. Die Bürger sind drum ganz zufrieden, haben jetzt Gelegenheit, auch geistig sich zu amüsieren, ins Theater mal zu gehen. Dort wird jetzt endlich Deutsch gesprochen, ist von jedem zu verstehen. Dahlberg zeigt dort Schillers Räuber, was den Adel unangenehm. Der Dahlberg lässt sich nicht vergraulen, was dem Adel unbequem. Jede Menge Privilegien hat dem Adel abgerungen, so der Dahlberg. Der hat sicher längst einen Geist der Nibelung. Falkenberg wird beim Meister, doch das ist nicht so bekannt. Er ist der Bauer vom Woi weltweit Liebfrauenmilch genannt. Ein Exportschlager erster Wahl. So ein Preis will keiner hier bezahlen. Teuer ist es Etikett, doch damit kann man auswärts prahlen. Trotzdem bleibt die Qualität und wird auch heute noch hochgepriesen, weil der doppelt teuer ist, muss man halt doppelt dann genießen. Der Lebenslauf macht gern mit Worms das Spielsche Bämsche Wechseltisch. So lernt man die Kultur kennen und das Blut bleibt immer frisch. Ein bisschen hier, ein bisschen her, so werden die Wormser halt mal hessisch. Zwischendurch mal Österreich, bayerisch, doch die Wormser nehmen das hessisch. Sie sind wirklich sehr beliebt. Jeder will sie halt mal küssen. Warum nicht? Noch nicht verheiern. Sowas macht bloß Erschernisse. Wormser ziehen ihren Vorteil draus. Sie haben Zusammenhalt gelernt. Und wenn's drauf ankommt, praktiziert und faule Eier schnell entfernt. Jetzt wird die Volksschule eingerichtet und alle Bürger haben gewonnen. Konfessionen im Verbund, die Ökumene war erfunden. Nibelungengeister haben die Gemieter so beseelt und drum sind auch die Wormser leid, die liebste Menschen von der Welt. International wird's dann in Hambach auf der Schlossruin. Aus allen Ländern kommen Leid mit Ansprüch, die gewaltig sind. Freundschaft, Toleranz und Achtung, frei werden alle Religionen, Menschenwürde unantastbar, Friede über Generationen. Gleichberechtigung für alle, Ungerechtigkeit verdammt,
Einigkeit ganz ohne Grenze, Recht und Freiheit sind entflammt. Freude schöner Gitterfunke, wäre ja alles schön und gut, doch ein Tag später schon in Worms, da splittert Glas und da fließt Blut. Es war von Hambach angereist der große Festteilnehmerschar, die plündern und misshandeln Jude, Gloria, Victoria. Was nützen da die großen Worte? Klingen bloß noch zynisch schrill. Die Vernunft hängt in der Wolke, wann die Dummheit pöbeln will. Der Kaplan ruft all sein Geister zum Bericht. Die sind verdrossen. Nichts zu machen, wann die Leid von alle Geister sind verlassen. '38 will die Stadt private Gelder an sich binden. Der Gemeinderat beschließt drum, jetzt eine Sparkasse hier zu gründen. Der Kaplan setzt darauf an, die beste Geister seiner Wahl. Es sicht ihm sein Instinkt. Die Banken wirken irgendwann zentral. Und so bleibt die Sparkasse sauber. Unschuldslamm in Bankes Kreise. Mindestens war der Sparkass nichts Prekäres noch zu weisen. Jetzt mit fremdem Kapital lässt sich's auch besser investieren und die Stadt lässt zeitgemäß sich so industrialisieren. 1948 werden die Wormser nachhaltig emanzipiert. Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit werden endlich eingeführt. Jetzt gibt's Gaslicht auf der Straße. Raubgesindel hat's drum schwer. Das Bierbrauhandwerk wird gelehrt. Wer's kann, genießt hohe Ehre. '68 hat man das Denkmal Martin Luthers eingeweiht. 100.000 Festbesucher, Leid, was waren das viele Leid. Luther steht hoch in der Mitte, drumrum Figuren noch und noch. Hier stehe ich und kann nicht runter, das Podest ist viel zu hoch. Zwei Jahre später kracht's mal wieder, die Franzosen und die Preise schlagen sich die Schädel ein. Sie wollen damit der Welt beweisen, dass sie doch die Größte sind. Und keiner will den Krieg verlieren, logisch. Und ganz nebenbei die neueste Waffe ausprobieren. Die Franzosen haben verloren und die Revanche hat man vertagt und die viele tausend Tote werden als Helden abgehakt. Worms als Stadt bleibt in der Zeit vom Kriegsgeschehen ungeschoren, bloß der Lutherbaum hat leider beim Sturm seine Krone verloren. Weil der Baum ein Denkmal ist, war es bedauerlich gewesen. Mit dem abgebrochenen Holz macht man da nicht viel Federlese. Man jagt es einfach durch den Schornstein, schließlich ist ja Winterzeit. Der Krieg hat endlich mal sein End und neu erwacht die Emsigkeit der Wormser. Und ihren Lebenswille blüht. Dazu braucht man keinen Held.
und drum sind auch die Wormser Leid die liebsten Menschen und der Welt. Weiter gehen die Baumaßnahmen, sind von keiner Macht zu stoppen, nur allein die Wormser Bürger können sich noch selber toppen. Und der Bahnhof wird erweitert, das erfordert der Verkehr. Eisenbahnverbindung reicht jetzt ringsherum von Kreuz bis quer. Normale Schule und spezielle Kindergarten überall und ein Amtsgericht bewegt sich rund ums Recht von Fall zu Fall. Aachen Wasserturm macht Luxus, fließend Wasser kommt ins Haus. Bloßes Bier braucht Brunnenwasser, das macht seinen Charakter aus. Weil ein Krankenhaus ganz wichtig leider auch dazugehört, hat man die Lebensqualität der Wormser Leid verdient vermehrt. Geselligkeit und Tradition organisieren jetzt Vereine. Satzungen sind da und dort schon mal zum Lachen, mal zum Kreinen. Das Theater nennt man Festhaus. Gibt dort Nibelungenspiele. Nibelungengeister sehen's mit unterschiedlichen Gefühle. Über 40.000 Bürger sind in Worms jetzt registriert. Bunt gemischt, die Religionen alle. Und das funktioniert. Die Wormser Volkszeitung erscheint und informiert vor alle Dinge. Meistens stimmt's ja was geschrieben. Anderes kann man überspringen. Hoffentlich. Es gibt schon Typen, sehen dort drin die Möglichkeit, Menschen zu manipulieren, Ideale umzuleiten. Fortschritt, Wachstum, Expansion. Über den Roy gehen jetzt zwei Brücken, frei noch draußen und noch drinnen. Und die Welt wird näher rücken. Weil die Nibelungengeister gut platziert im Einsatz waren, haben die Wormser Bürger drum auch nichts mehr von Gewalt erfahren. Und sie nützen das Geschenk, alles lebt und kultiviert, man schaukelt sich aneinander hoch. Jeder gewinnt, keiner verliert. Und man auch manchmal disputiert, vielleicht am Stammtisch, weil's gefällt. So sind halt doch die Wormser Leid die liebsten Menschen von der Welt. Eitle Wonne selbstverständlich, weil's kein Mensch halt mehr verwundert. Lebt die Zeit und Heid ist Heid. Und schon schreibt man 1900. Die Silvesternacht ist laut, jeder wünscht dem anderen Glück. Jeder will was besser machen, nimmt sich's vor im Aachenblick. Über allem thront der Dom, mit mit Trauerflor behängt. Ob er Vergangenes nachvollzieht, ob er schon an die Zukunft denkt. Die Wormser, noch im Rausch vereint, versinken im süßen Traum. Wunschbilder ziehen um die Häuser. Wirklichkeit bezieht den Raum. Eine Division Torpedoboote ist im Roy vor Anker gegangen. Damit hat's Jahrhundert schon mal ganz orakelig angefangen. Was will man hier mit Torpedos? Doch wohl nicht auf Ole schießen. Na, wer solche Kosten macht, der wird es ja schon wissen müssen. Als ob das zusammenpasst, Ironie allgegenwärtig, wird in Hochum bisschen später auch der neue Friedhof fertig. Musik.
Doch gibt's Schöneres zu denken. Die elektrisch tut verkehren und als Luxus für die Leute mal hier, mal her die Stadt durchqueren. Und sie klingelt und sie rumpelt und sie schüttelt sich vor Freude. Und hätt man sie nicht verschrott, dann klingelt, rumpelt sie noch alt. War man mal einen Schritt zu spät am Marktplatz an der Haltestelle, macht man die Stephansgasse auf, normal und nicht besonders schnell. Am Lutherplatz vorbei und weiter die Kremhildestraße, paar Meter zur Brünnhildebrick. Dort hört man's klingeln und ein bisschen später biegt sie um die Ecke rum. Sie rumpelt, ruff und quietscht verknieglich. Macht einen Halt, zum Eu zu steigen und fährt weiter, unverzüglich. Ja, der Wormser, ihr elektrisch, war so ganz noch Wormser-Art. Klingle, rumple, manchmal quietsche, aber immer gute Fahrt. Der Kaplan mit seinen Geistern, die sind mit ihrem Werk zufrieden. Alle Wormser leben friedlich, ab und zu wird noch gestritten, familiär oder mit dem Nachbar, wie gehabt und so gewähnt. Frischer Wind ist auch mal wichtig, wer nicht streit, der nicht versäht. Und im Großen und im Ganzen hat man jetzt die heile Welt. Doch da gibt's halt leider solche, denen solches nicht gefällt. Die Spielwies ist Europa groß. Die Spieler sind die erste Wahl wie Kaiser, König und Minister. Priester segnen die Moral auf jeder Seite, wie ganz normal. Legitimieren die Schlachtfeldszene unterm Kreuz. Du lieber Gott, wie tun die Menschen dich verhöhnen. Der Soldaten hilft es gar nichts, die ihr Bluthandwerk verrichten. Bloß die viele tausend Tote können kein Leben mehr vernichten. Perversion im höchsten Maß sich selbst belebend weitertreibt, sodass am Ende die zu erklären bloß noch Zynismus übrig bleibt. Wer bei Verdun dann schwer verwundt, unbrauchbar war, hat großes Glück, kaum psychisch, physisch sehr lädiert, vielleicht nochmal daheim zurück. Der Kaiser hat befohlen und man sucht die scheinbar Gerechte und die grünen Eiserorden. Und die sollen sich damit drechten. Jeder Krise Wahn muss enden und man fragt sich, was das wert? Und man fragt sich, wie man spätere Generationen das erklärt. Der Recht vom stolzen Kaiser her, der ohne Gleichschritt, ohne Eid marschiert, wie bloß noch heim und heim und nix wie heim zu seiner Leid. Jetzt steht man da mit aller Weisheit und versteht die Welt nicht mehr.
und die nächste Konsequenzen kommen bald schon hinterher. Alle haben jetzt verloren. Doch, das kann man so nicht sagen, weil da gibt's Industrielle, die können wirklich gar nicht klagen. Erstmal wird der deutsche Kaiser, den kaum einer mehr verehrt, bisschen grob zurückgetreten, weil der jetzt doch bloß noch stört. Dann probierte Friedrich Ebert mal was Neues, mit viel Mie. Sein Volk soll mitbestimmen können, das nennt man Demokratie. Doch sein Grab ist längst geschaufelt in Versailles, wie vorgeplant, was man dort sich eingebrockt. Das hätte Schlauste nicht geahnt. Und die Nibelungengeister kommen sich verloren vor. Was man früher abgesehen, das ist alles nicht mehr wahr. Trotzdem machen sie jetzt weiter. Das ist Nibelungentreue. Ein gegebenes Wort zu brechen, können sie sich nicht verzeihen. 7 Jahre sind gerade vergangen. Und der Ebert findet sein End, wird in Heidelberg begraben. Und es kommt in andere Hände das Schicksal aller Hungerleider. Hindenburg soll die jetzt füttern, doch mit was? Mit seinem Lametta? Und das Unheil tut schon wittern jetzt die Chance, aufzuspringen auf das Chaos-Karussell. Alles war schon vorbereitet und der Teufel lässt sich schnell mal grad vom Hindenburg empfehlen, noch bevor der Acham endet. Der wird bald danach begraben und es kommt in schlimmste Hände das Schicksal aller Europäer. Der Teufel schreibt ein Buch, Mein Kampf. Und jeder sollte das lesen und wer es liest, der weiß genug. Doch wer liest schon so ein Schwulst? Ohne Hilfe schlecht geschrieben. Wer es dann trotzdem doch gelesen, hält zwar weltfremd übertrieben. Einige erkennen doch ein mörderisches Potenzial. Wegzugucken. Oh, was geht nicht, das verbietet schon die Moral. Widerstand von Anfang an. So gut wie möglich unsichtbar und trotzdem leider oft verrate, was für sie das Ende war. Widerstand von Anfang an. Sie sind bis heute fast ungenannt. Es waren Menschen, ganz normal, mit Ehr im Bauch, im Kopf, Verstand. Widerstand von Anfang an. Sehr wirksam, ohne große Reklame. Haben nicht bis zum Schluss gewahrt, wo alles längst schon aus dem Rahmen. Widerstand von Anfang an. Kein Ehredach war je geplant. Sie sind danach keine Offiziere, gelten eher noch als Schand. Widerstand von Anfang an. Dann totgeschwiegen mit Bedacht, wer mit viel Glück noch überlebt hat, weil so jemand Ärger macht. Widerstand von Anfang an. Ein Denkmal haben sie nie erstrebt, doch im Gedenke kluger Menschen haben sie allzeit überlebt. Zunächst jedoch holt sich das Unheil mit Versprechen und Parole, Position und Position, Richte tut man anders pole. Die Parole, Kinder stärke und die Nachbarschaft hält still, sieht nicht, was da auf sie zukommt, weil sie es auch nicht sehen will. Wer in Deutschland nicht genau Vordermann zu bringen ist, wird in Läger konzentriert. Was dort geschieht, ist ungewiss.
Doch es sickert viel noch draußen, jeder Mann hätt's ahnen müssen. Tut mir später da noch vorher, keiner wollt davon was wissen. Kommunisten, Sozialisten, Para aller Religionen, Sinti, Roma, freie Künstler, auch behinderte Personen sind den gleichen Weg gegangen. Wer will noch die Opfer zählen? Die Geschichte kennt kein Beispiel. Graue ohne Parallele. Und am schlimmsten trifft's die Jude. Die Pogromnacht als Fanal, braune Brut und Polizei machen den Prozess legal. Und es kracht, es fliehen die Fetze, truff mit Wollusch und Getos. Manche treibt der Tumbe Hass. Andere werden ihr Schulde los. Letztlich war's nur ein Spektakel. Endlesung sieht anders aus. Und man treibt die Delinquente herdeweiß aus Worms hinaus. Dass man sich nicht dreckig macht, wird außerhalb und außer Sicht bei Ostrove, nah bei der Bahn, ein Zwischenlager eingerichtet. Von dort aus gehe die Transporte bloß noch bis zur Endstation. Und mancher Nibelungengeist verliert so seine Bezugsperson. Weiter geht des Teufels Plan, der fühlt sich wirklich auserwählt, zum Gott gekehrt und Herrscher über alle Länder dieser Welt. Als die Umwelt wachgeschossen, hat sie sich dann alliiert, was jetzt halt auf ihre Seite auch bald schon zu Exzesse wird. Angekündigt von Sirene über Worms und andere Städte kommt der anonyme Schwarm. Da hilft kein Fluche und kein Bede. Und der Tod, Metall verpackt, fällt gezielt und tonnenschwer vom Himmel in die enge Gasse. Unentfacht der Flamme mehr. Und es brennen heißer Kärcher, alte Männer, junge Frauen, und es brennen kleine Kinder, alle, die auf Gott vertrauen. Manche rennen in den Bunker, andere in ihren Keller nunner, halten Nase und Ohren zu und hoffen auf ein großes Wunder. Von der Wand fällt mancher Putz, und es rumpelt ringsumher. Doch, dann ist es plötzlich still. Still, man hört jetzt gar nichts mehr. Kennst du es jetzt gewesen soll? Lebt man noch? Ist man schon tot? Und die Erste drängt's noch oben, wissen nicht, was draußen droht. Und sie kriechen aus der Löcher, wo sie grad noch kriechen kennen. Und sie stehen, und sie sehen, und sie flennen, und sie flennen. Alle Nibelungengeister ruft jetzt der Kaplan herbei,
So ein kaltes Mordgericht ist selbst eine Nibelungen neu. Wo ist da, vor Krieg zu führen, noch eine Strategie zu finden? So tut mir der letzte Zauderer auch noch an der Teufel binnen. Es war ja andersrum erhofft, viel war auch nicht zu verlieren, ging jetzt halt noch hin los. Man kann's ja mal probieren. Außerdem werden solche Pannen später meistens übergangen. Man hat ja bloß reagiert, die anderen haben ja angefangen. Ach um Ach und Zah und Weib und Mann und Kind. Was für ein Spruch, wann man für sich verbiegen kann. Zudem ist längstens abzusehen ein schlimmes End mit vielen Schrecken. Und als Sieger hat man immer recht und braucht sich nicht verstecken. Worms ist jetzt ein Trümmerhaufen und ganz Deutschland ist entmündigt und besetzt von fremden Leid aus Ländern, wo zuvor gesündigt kalte deutsche Arroganz. Und die Sieger machen weiter und sie zeichnen, was sie kennen, Rachegitter als Begleiter. Wie bringt man jetzt so ein Chaos auf eine regulierte Spur? Was funktioniert dann überhaupt noch? Traurig ist die Inventur. Nibelungengeister sind jetzt durcheinander und verstört. Alles, was er unternehme, ist halt irgendwie verkehrt. Der Kaplan beschließt drum weise, mal zuerst zu regulieren die Gemüter der Besatzer, unsere zu Vernunft zu führen. Doch Vernunft hat auch zwei Seiten. Man versteht dann gar nichts mehr, ist zunächst einmal verblüfft und auch nicht schlauer hinterher. Erstmal wären die verhaft, die auf dem Schwarzmarkt sich verloren. Das sind die Kleinen, nicht die Großen, die haben viel zu gute Ohren. Viele Hakelkreuzgeschmickte werden für schuldig eingeschätzt, werden dann streng behandelt und ins alte Amt zurückversetzt. Entnazifizierung nennt man's, Superseelewäscherei, ist schmerzlos, schnell und kostet nicht viel. Und die Moral ist dann wie nein. Man könnte denken, no, was soll's, die sterben sowieso bald aus. Doch hinterher, als Zuchtergebnis, kommt ihr eigener Nachwuchs raus. An alle Schule, wie gehabt, bleibt selbst das Lehrerpersonal fast ausnahmslos präsent. Wenn auch mit neibeschworener Moral. Am Anfang leider mangels Masse. Vorbilder sind Seltenheit, jedoch für die soll einer stehen als Hoffnungsträger seiner Zeit. Lehrer Bertalott. Ganz plötzlich steht er da im Klassenzimmer, dann vorm Jahrgang 34, so als stände er da schon immer. Die Begrüßung ist gekonnt und punktgenau für den Moment, ohne Pathos, ganz natürlich, wie es kein anderer besser kennt. Lehrmaterial ist übersichtlich, Hunger gibt's im Angebot. Der Emil war am ärmsten dran, doch mit geteiltem Pausebrot vom Bertalott geht's irgendwie dann auch mit dem Lernen gut voran, weil man mit allzu leerem Bauch halt kein Gedanke fassen kann. Die Oberstklasse, das sind die Schlimmsten, kriegsgeschädigt. Und bevor sie auf die Menschheit losgelassen,
gibt's grad noch ein einzig Jahr zum Lesen, Schreiben, Rechnen lernen. Und dabei haben sie noch entdeckt die Menschlichkeit am guten Vorbild. Achtung geht da vor Respekt. Kartoffel findet man auf dem Land, Trimmer findet man in der Stadt. Drum haben bloß die Städter Hunger, drum werden bloß die Bauern satt. Bauern gilden für die Städter ugebild und nicht viel mehr. Doch für die Bauern hat des Platz sich jetzt gewendet. Jetzt waren sie wer. Was zählt jetzt noch hohe Bildung? Aller Hochmut wird vergessen. Vornehm geht die Welt zugrund, ab jetzt regiert nur noch das Fresse. Gold und Silber, Perserteppich, für den Kuhstall grad noch gut. Davor gibt's eine Tasch Kartoffel. Doch ach so ein Übermut wird da und dort gerecht bestraft. Was sicher rechtlich gar nicht geht, wird Organisationstalent zum Mundraub höchster Qualität. Und so werden die Wormser starre dem gerecht, wie man sie schellt. Und drum sind auch die Wormser Leid die liebsten Menschen von der Welt. Der Kaplan gibt dann eine Order an zwei Geister gut durchdenkt, die den Mut der Wormser Leid erst richtig mal nach vorne lenkt. So erkennt man ziemlich bald, ach Trimmer sind nicht ganz verloren. Und mit Backstein abgekloppte wird ein neues Worms geboren. Davor muss man vorneweg die Wormser Frauen hoch verehren, haben die Männer vorgesorgt, die doch vielleicht mal wiederkehren. Jeder Backstein trägt den Wunsch und Hoffnung, jeder Hammerschlag, Vertrauen, jeder blaue Fleck und Sehnsucht nach dem einen Tag. ...1946 feiert man schon ausgelassen, Menschen, die am Roi geboren, wollen nicht ewig Triebsal blasen. Wormser Roi ist Namensgeber, Frauenmilch heißt's Fest jetzt hier. Später kommt dann noch dazu das ganze Wonnegau-Revier. Damit kommen andere Weine auch von hoher Qualität auf die Karte, weil Wonnegau weltweit für beste Auswahl steht. Und so beschließt er folgerichtig, alle haben das gleiche Recht, sich auf dem Fest zu profilieren. Seitdem heißt's Fest jetzt Backfischfest. Backfisch sind die Wormser Mädchen, reu gedarft und reu geboren. Wer sich da schon mal verguckt, der hat sein Herz in Worms verloren. Seligkeit und Romanze paddeln dann zu Märchenland, reu aufwärts, bloß ein Kilometer, neu dann in der Biedesand. Wo der Strom sei hochgefunden, wo das Wasser spiegelglatt, wo die Weide überhängen, wo die Wiese nimmer satt. Wo die Sonne die Haut veredelt, wo die See ein Badewann, wo die Lust in Lieb vereint, was man sich da noch denken kann. Wo zwei Stärsch im Sumpfgrund stark sind, Frosch fixiert ihr Ruderbahne, und dabei ganz unerschwellig, rufgerecht zur Vorsicht mahne. Wann die Sonne sich dann geneigt hat gegen Ofen, die zum Wächte,
ist es gerade die höchste Zeit, dann nichts wie fort, das ist am besten. Wer den Zeitpunkt da verpasst, der lernt die Reihvampire kennen. Schnorge im Millionenschwarm, da hilft kein Paddle und kein Rennen. Pinklich nausen auf der Reih, mitten auf dem Strom zu treiben, ohne Schnorge Richtung Heimat, selig satt nicht zu beschreiben. Ob die Nibelungengeister da jetzt auch mit drin gehangen, man kann sich's fast gar nicht denken, ohne die wär's auch gegangen. Außerhalb von Worms ist Kerbe auf dem Land, mal da, mal dort. Der Lotze Heiner hat einen Rollfix und der Rollfix ist vor Ort. Abends, wenn's fast dunkel ist, sind dann, was man nicht tun soll, Gestalte um die Ecke gehuscht und haben den Rollfix fortgerollt. Ums Quadrat, dass man nichts hört, der Tank war hoffentlich noch voll. Dann angeschoben ab die Post aufs Land, was man nicht tun soll. Dorfmusik klingt dominant, ganz fordernd laut und schlicht geprobt. So zeigt die Dorfmusik die Richtung, wo die Stimmung richtig tobt. Die Dopp zuvor wird eingeparkt, ganz heimlich, an einem dunklen Ort. Die Schnauze vom Rollfix Richtung Worms. So kommt man am schnellsten fort, wenn sich die Stimmung soll verschlechtern und eine Missverständlichkeit sich zu einer Schlägerei entwickelt. Schließlich ist man Minderheit. Angriff wäre die beste Verteidigung. So ein Spruch haben ausgesucht, die Dumme, nichts dazugelernt. Die beste Verteidigung ist die Flucht. Dann mit der Neu ins laute Treiben. Bauersleid sind frohe Leid. Die Bauernbuben wären sauer und die Matscha hat's gefreit. Rechtzeitig vor Sonnenaufgang war die Heimfahrt unvermeidlich, um den Rollfix abzustellen, war fast immer gerade noch zeitlich. Und der Lotzeheiner später mit seinem Rollfix im Verkehr war, ist die Karre ausgestottert. Weil der Tank wieder leer war. Mitte auf der Kreuzung steht er, drumherum die Leute sind bes. Kauft er endlich mal eine neue mit einem Tank, der nicht verweist. Dann hat auch die Eisenbahn über dem Roy ihr eigene Brick. 5 Jahre später dann eine Brick für Autos. Ein Geniewerk von Architekten, Ingenieure, Bautrupps und Finanzbehörde war die Brick für jedermann. Man kann's nicht hoch genug bewerten. Links und rechts vom Ufer strecken Betonnase sich entgegen. Die werden lang und immer länger, richtig was zum Aufzuregen. Und im Fluss 2 Betonglitz mit Balancierstang oberher. Die werden noch links und rechts verlängert in die Luft. Man glaubt's nicht mehr. Morgen wird es 100 Grad, höchstens aber 2 Tage später. Allerhöchstens Wochenanfang ganz bestimmt. So meint es jeder. Und es kommt der große Tag, dann endlich wird die Hochzeit sein. Bloß paar Zentimeter noch. Sie küssen sich hoch überm Roy. Da waren die Nibelungengeister helfend mit im Spiel gewesen. Drum wird sie ganz selbstverständlich Nibelungenbrück gehäse. Brückenbau im gleichen Stil wird da noch später ausgeführt, doch gebührt die Ehre denen, die es zum ersten Mal probiert.
Endlich kann man jetzt spazieren, nieder in der Rosegarde, Maulbeerau und Biedesond. Alle haben Duft gewartet. War ja auch perfekt geplant, man trifft genau der 1. Mai. Der Tag zuvor wird eingeweiht mit höchster Prominenz dabei. Immerhin sind auch verbunden Hesse jetzt mit Rheinland-Pfalz und die Nibelungenstraße wird so befahren wie früher als. Während alle sich noch freie, hat man Kassensturz gemacht im Finanzamt. Danach hat man aber gar nicht mehr gelacht. Kaum war mal was positiv, geht's hinterum gleich andersrum. Die Stadt muss sparen, das ist halt ein ewiges Kriterium. Und wo fängt man damit an? Bei der Kultur. So wie gewöhnlich, Kunst kostet Geld und bringt nichts ein, so formuliert man oder ähnlich. Und man schickt ein Star-Ensemble vom Theater einfach fort. Es waren die Beste ihrer Zeit. Verwurmt ein schädlicher Export. Wenn so eine Aktivität verloren geht, muss man probieren, mit hausgemachter Attraktion so einen Verlust zu kompensieren. Drum im richtigen Moment greift da die Christa Lehmann ein. Sie mogelt E605 in schuldlose Praline neu. Um Ungeziefer zu vertilgen, hat das Gift wohl säugemist. Dass Menschen dazu sich nicht zählen, hat das Gift halt nicht gewisst. Und ach, die Christa Lehmann war da gar nicht so besonders kleinlich. Bloß die anderen, die es probiert haben, denen war es dann mehr als peinlich. Ehemann und Schwiegervater, wie die Freundin mit dem Hund, haben die Süßigkeit geschluckt. Exitus war der Befund. So was macht eine schnelle Runde. Weltweit ist es von Interesse. Und so sind die Wormser wieder mal ein Schlagzeil wert gewesen. Der Kaplan, der ist verschrocken. Wie konnte sowas bloß geschehen? Er und all seine Geister haben glatt die Lehmann übersehen. Jahrelang hat man ein Grosche aufgeschlagen auf alle Preise, für ein neues Spiel- und Festhaus aufzubauen. Zu beweisen, dass man auch wie andere Städte Opern, Schauspiel und so weiter anzubieten hat und die Kultur beleben will. Doch leider holt man die von außerhalb. Doch wie man es nimmt, hat andererseits die Vielfalt fremder Gastensemble auch schon ihren besonderen Reiz. Lang hat man sich überlegt, mit was und wem man angemessen die Eröffnung sollte gestalten. Da war erstmal von Interesse Lorzings Waffenschmied. Die Handlung war ja auch in Worms passiert, doch nicht besonders feierlich, wie sich's versucht festgebiert. Wie wär's mit Gitterdämmerung? Doch die ist düster und zu laut und viel zu lang. Und drum hat man Angst, dass viele vorher abgehaut, gleich in der Pause und möglichst auch noch von der Prominenz am End. Drum hat man sich von Wagner seiner Gitterdämmerung abgewendet. Entscheidung dann für Don Giovanni, das war schließlich gut und recht. Vom Mannheimer Nationaltheater war es ein großes Opernfest. Es sind scheinbar kleine Dinge, die man später dann vermisst, so nebenbei verloren gegangen, als hätte man von nichts gewusst. So hat auch die Wormser Brauerei ihr Apostelpilz verraten. Vom Programm haben es dann die Mannheimer Bierbannausricht ausgeboten.
Ach, die Frau Milch war mal ein Boy mit hochgeschätztem Name. Jetzt macht er als Masseware keine besondere Reklame. Und erst so beim Krankenhaus, das alte war schon lang historisch und die meisten Räumlichkeiten waren bloß noch provisorisch. Da war es wirklich an der Zeit. Die Herrns Mahé war ausgewählt, dort hat man bestens ausgerichtet eine neue Klinik hingestellt. Heile Welt scheint ringsumher. Gedanken möchte man von sich schieben, wenn sie schlicht die Stimmung machen. Doch die Dummheit ist geblieben. Stinkend gärt die alte Jauche, schäumt und alkoholisiert. Die Teufelsbrut berauscht sich wieder, krölt Parole und marschiert mit schwerer Stimme, selbst im Sommer Disziplin zu demonstrieren. Platze frei im kältesten Winter. Doch da gibt's nichts euch zu frieren. Der Kaplan holt jetzt sein Geist dazu sich her in eigener Sache. Für den Namen seiner Sippe wieder mal Reklame machen. Und die Nibelungengeister setzt er ein bei den Leuten, die wo Zukunftspläne schmiede für der Stadt hier Herrlichkeit. Die beraten und beschließen, ein Museum einzurichten, um dort von der Nibelunge ihre Helden zu berichten. Doch der Plan hat plötzlich Gegner. Ja, was sind denn das für Leute? Bemühen viele Argumente, doch sie bleiben Minderheit. Kurz vor Jahresende gibt's der erste Spatenstich. Das Konzept ist ohne Vor, ja schon ein bisschen sonderlich. Doch der Kaplan ist hochzufrieden. Und zum Ende von der Geschichte hören die Geister aufmerksam dem zu, was der Kaplan jetzt spricht. 200 Jahre sind gleich vergangen, so plus minus ungefähr. Wir haben fast nichts verhindern können, die Versager wiegen schwer. Sicher wäre ja noch viel schlimmer ohne uns die Zeit gewesen. Doch allein an unserem Wesen wär's die Welt halt nicht genesen. Grad die Wormser wollen Friede, raus aus der Vergangenheit. Leider ist trotz unserer Hilf der Weg noch weit, so endlos weit. Doch was soll's, wir machen weiter, geistreich, frisch und ungetriebt, weil's ja schließlich dann auch nächstens ein Museum für uns gibt. Ein bisschen haben wir hochgeholfen, haben die Leute die Kipp erhellt. Und drum sind auch die Wormser Leute die liebste Menschen von der Welt.